Cojones. Wie bringt man die Bewegungsfalte ins Schnittmuster ein? Ah, ja, ganz einfach. Also jedes Schnittmuster hat ja eine hintere Mitte. Ob sie jetzt im geraden Fadenlauf ist oder ob sie eine Nahtführung hat, spielt im Grunde überhaupt gar keine Rolle. Und wenn ich mein Futter zuschneide, dann lege ich das Schnittmuster an die Bruchseite, aber schiebe es nicht ganz bis an den Bruch, sondern ich lasse dann hinten am Stoffbruch die Tiefe der Bewegungsfalte überstehen. Das können oder sollten mindestens 3 bis 4 Zentimeter sein. Also so viel Inhalt sollte die Bewegungsfalte schon haben. Also man muss das nicht extra am Schnittmuster anzeichnen, sondern man positioniert das einfach während des Zuschneidens. Das ist relativ einfach und ausführlich erkläre ich das natürlich auch in meinem Videokurs Bucklejacke. Da gehe ich auch noch mal sehr auf die Bewegungsfalte ein. Aber wie gesagt, wenn man jetzt meine Erklärung hier folgt, die ich gerade gegeben habe, kann man das auch gut umsetzen.